Karton. Und da ist der Slimer von Ghostbusters drin mit ungefähr 90 cm Höhe. Und jetzt zeige ich euch mal ganz kurz, wo ihr den bestellen könnt und dann packen wir den mal aus. Den nachher gezeigten Slimer aus dem Ghostbusters Film im Maßstab 1:1 konntet ihr auf Actionfiguren24 bestellen. Derzeit aber leider nicht lieferbar. Ich habe nämlich den letzten noch bekommen, damals auch wie bei dem Alien Eye. Ja, das Ganze ist nicht so günstig, kostet nämlich gut 620 Euro. Wer sich den trotzdem mal anschauen möchte, den Link poste ich einfach mal im Textfeld unter dem Video. Jo, da wollen wir mal heute mal in Jogginghose. Ich habe nämlich keinen Bock, mich umzuziehen. Wir haben jetzt 9 Uhr, ich muss nachher noch schaffen gehen. Und da habe ich mir gedacht, was machst du mit der Zeit heute? Mache ich mal das Video hier fertig. Wie sagte Karl Lagerfeld so schön, wer Jogginghosen trägt, hat bereits mit seinem Leben abgeschlossen. So, muss ich gucken, nicht, dass ich den hier nachher schon schlitze, so à la Hannibal-mäßig. Riesenkarton, der ist aber, glaube ich, nicht so groß wie das Alien-Ei, was ich mal bekommen habe, oder? Könnte vielleicht dieselbe Größe sein. Zack, einmal. Oh, was ist der Leonardo im Weg? Da muss ich gleich mal gucken, wie ich das mache. Boah, cool. brauche ich noch? Vielleicht. Oh, mein Fuchs rutscht. So. Ah je. Der ist eigentlich genauso verpackt wie das Alien Eye damals. Cool, jetzt haben wir hier schon noch. Wie kriege ich denn das da raus? Oh. Zum Glück habe ich eine Schere dabei. Seht eigentlich meinen Kopf? Ich weiß es gar nicht. So, einmal, zweimal. Ach, ich schneide das Ganze hier raus. Und stört es nämlich nicht. Ach, geil. Wir haben schon mal einen Arm. So, ah, das ist hier festgeklebt. So. Das ist nicht festgeklebt. Noch ein Arm. Zick. Zick. Zack. Dann haben wir genau dasselbe. So. Was macht der gruselig, ey? Was ist das hier? Keine Ahnung. Ja. Irgendwas. So, ist da noch was drin? Nee. Da ist nichts drin, da ist nichts drin, da ist auch nichts drin. Alles leer. Jetzt, oh, jetzt kommt der Slimer. Der ist schon richtig cool. Und irgend so ein Teil, da muss ich mal gucken, was das ist. Und dann würde ich sagen, stecken wir die nochmal gerade zusammen. Jo, keine Hände, keine Kekse. Hier ist so eine Art Aufbauanleitung. Also kriegt er nur gezeigt, wie ihr die Hände reinzustecken habt. Und dieses komische Teilchen hier, das könnt ihr nochmal hinter den Buppes klemmen. Dann steht der nochmal besser. So, jetzt haben wir natürlich hier. Cool, das kann man sogar so wie so einen Zombie-Film nehmen. Da kann man einen so das Gesicht mit zerkratzen. So, jetzt haben wir hier noch die Hände. Und da ist einfach so ein Rohr hier drinne reingemacht worden. Und das steckt er jetzt einmal für die Seite rein. Jetzt muss ich mal gucken.
hier die richtige Seite. Ne? Man kann das ein bisschen bewegen. Jetzt nehme ich gerade noch die andere Seite. Ich weiß nicht, ob man das jetzt ganz hier reindrückt. So, gut. Jetzt seht ihr schon. Sieht man das? Mal gucken. Ich da bis runter. Jo. Jetzt seht ihr schon, der wackelt so ein bisschen. Jetzt könnt ihr das Teil nehmen und das könnt ihr dann hier so drunter schieben. Und jetzt ist der stabiler. Dann schauen wir uns mal den Slimer an. Als erstes mal die Größe. Was haben wir denn hier ungefähr? 90 hat er jetzt aber nicht, weil 90 ist ja da. Gehen wir mal so ein bisschen runter. Also ich denke mal so, warum halte ich es eigentlich nicht hier dran? Ja, genau, die Kimme rein, genau. So zwischen die Kimme da unten. Und da kommen wir so auf, ja, 85. Also man kann sagen, 85 ungefähr ist er hoch. Jo. Ja, natürlich fällt der Zollstock jetzt um. Ich würde sagen, natürlich viel zu teuer für so ein bisschen Material. Das ist aber so, die können den Preis halt anbieten, weil es gibt wahrscheinlich nur einen Hersteller und jo. Das Ding hat ja auch mal fast 600 Glocken gekostet. So, also ich finde es aber trotzdem super genial, klasse, da kann man prima Selfies mitmachen. Hier mal die Verarbeitung, sieht ein bisschen aus wie die Nase von Shrek, oder? So ein bisschen. Jo, Augen, Nase. Dann habt ihr hier so den Kopf. Ein paar kleine Details sind da so zu erkennen. Und die Zähne sind natürlich richtig cool gemacht. Also, ja, Perlweiß hat ja nichts am Hut. Hängt da noch irgendwas dazwischen? Nee, hier sind die Zähne. Das Ganze ist so ein bisschen flexibles Material. Das könnt ihr so eindrücken. Also, wenn es ein paar Jahre hält, dann ist es okay. Ich hatte mal von Peter Fox die Affenmaske gehabt, also vor Jahren. Und die, aber die war richtig teuer, fast 50 Euro. Und die hat sich damals, nach einem halben Jahr, war die schon so parös gewesen, konnte man die wegschmeißen. Meine Pferdemaske dagegen, die war richtig cool gewesen. Die hält heute immer noch. Jo, also hier der Mund. Sieht cool aus mit den Perlweißzähnen. Hier mal die andere. Das wäre doch mal cool. Boah, jetzt bin ich gerade voll auf die Idee gekommen. Stell mal vor, das Ding hättet ihr beim Zahnarzt und ihr hättet so Zähne, so ein richtiges Gebiss drin, wie die Menschen halt haben, gell? Also wie wir halt haben. Und da könnte doch der Zahnarzt super geil, also wir haben ja normal immer diese Standardgebisse zum Zeigen, aber stell mal vor, der hätte so ein Standardgebiss und dann könnte der doch super geil zeigen, irgendwie Zähne vielleicht sogar zum Rausnehmen und so. Das wäre doch mal cool gewesen, so ein Slimer-Vorführ-Gebiss-Modell. Ja, da hinten. Oder der sagt der Zahnarzt so, lieber Bub, wenn du deine Zähne nicht ordentlich putzt, siehst du irgendwann aus wie der hier. Könnte man auch noch machen. Also, ich weiß nicht, Gaumen müsste das sein, gell? Gaumen. Zunge, fette Zunge. Und hier dann nochmal die Zähne. Sehr schön zu erkennen, das Ganze. Glänzt ein bisschen. Jo, großer Mund. Fettes Kinn. Der hier so. So ein paar. Ein Hüftgold hat er. Und dann ist hier so der Rest. Aber ich finde den halt cool gemacht, besonders hier noch so die Hände. Sind keine Raucherhände, obwohl die so ein bisschen aussehen. Als würde er sich jeden Tag da 500 Zigaretten drehen. Ja, und hier, wie gesagt, da weiß ich jetzt nicht genau, ob ich das da so rein dazwischen pressen muss, damit es richtig schön abschließt. Aber ich denke mal nicht, weil so kann man nämlich. Mann, was ist denn da die ganze Zeit im Hintergrund? Ach, das ist meine Fernseher am Stahlträger. Oh. Weil ihr das hier dann hier so ein bisschen hier so bewegen könnt. Ja, muss ich die beste Situation, die beste Position dann. Könnte man vielleicht so machen. So ein bisschen dran. So, so. Hi. High five. Oh. ja, und das ist die andere Seite nochmal. Auch die Hand. Da Blaster reinpasst. Ja, wenn ich umgezogen bin, glaube ich, dann baue ich mal so ein bisschen um. Dann ballern wir da mal ein paar Blaster rein, auch hier beim Leonardo. Obwohl, für den gibt es ja die Turtles Blaster. Muss mal gucken, gibt es jetzt einen Toys R Us zu bestellen, zu kaufen? Vielleicht hole ich mal so einen und zeige den euch. Jo, und hier mal die andere Hand, auch wieder sehr schön gemacht. Ich finde das so geil, das Vieh. So, oh, jetzt kommt das Beste. Slimer von hinten. Geil. Da ist die Falte, die Kiste, die Lopez-Kiste.
Jo. Dicke Kiste. So sieht's aus. Hier seht ihr nochmal die Falten. Das ist kein Hund. So, diese Faltenhunde, gell? Die sehen auch so aus. Jo, habt ihr mal die Rückansicht. Ansonsten, jo, gibt's eigentlich nichts großartig weiter zu zeigen. Der ist sogar ein bisschen schwerer. So, zeige ich nochmal hier von vorne. Also, habe ich euch mal vorstellen wollen. Slimer als Staubfänger prima in die Bude reinzustellen. Natürlich nur was für Fans, weil kostet natürlich den ein oder anderen Euro. Aber ansonsten richtig cool gemacht. Das war hier der Test-Michel von YouTube. Und dann sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Video.